Ja, hallo. Ich möchte hier mal ganz kurz das Buch vorstellen, WordPress 5, damit man auch mal sieht, wer das Buch geschrieben hat. Das bin nämlich ich. Und das kommt aus vielen, vielen Seminaren, die ich zu dem Thema gegeben habe, zu WordPress, und bei denen ich festgestellt habe, dass die Leute doch eine kleine Einstiegshilfe brauchen für das Ganze. Einen Leitfaden, der sie durch das Ganze durch navigiert, ohne dass sie gleich Riesenberge von Fachbüchern wälzen müssen. Und deswegen richtet sich dieses Buch vor allem an Selbstständige, Freiberufler, alle Leute, die sich für das Thema interessieren, die vielleicht mit der Materie noch nicht viel Berührung hatten, die also keine Computerexperten sind. Und in dem Buch kann man also mit 7 Schritten ganz leicht den Weg zur eigenen Website finden. Es wird erklärt, zum einen auch, wie ich überhaupt an eine solche Website-Gestaltung rangehe. Das heißt, die Konzeption, die Planung, die Strategie spielen ja auch eine Rolle. Dann geht es darum, wie man WordPress installieren kann, was auch für den Anfänger machbar ist. Und dann wird einfach schrittweise aufgezeigt, okay, wie funktioniert dieses WordPress-System, was muss ich dabei beachten, wie gehe ich am schlauesten vor und was ist sozusagen die Philosophie, die dahinter steckt, denn WordPress ist ja eigentlich ein Blogsystem, was ursprünglich mal geplant war für solche Internet-Tagebücher, aber das eben ganz häufig auch für alle möglichen anderen Arten von Internetseiten verwendet wird und dass man eben auch sehr schön mit den verschiedensten Hilfsmöglichkeiten ausbauen kann. Ja, all diese Aspekte behandelt das Buch und es ist auch ein bisschen aufgelockert. Ich habe immer zwischendurch mal ein paar kleine Illustrationen hier eingefügt von dieser netten Figur, die ja schon vorne auf dem Cover drauf ist. Und es gibt natürlich auch einiges an Screenshots, wobei ich das jetzt damit nicht überladen habe. Aber hier sieht man zum Beispiel schon mal zwei, damit einfach das nicht so vollgestopft wird und man das Gefühl hat, man wird von den ganzen Informationen erschlagen. Also, dieses Buch gibt es bei Amazon. Ich hoffe, es ist für viele Menschen das Richtige, um in dieses Thema WordPress einzusteigen und um erfolgreich die eigene Internetseite herzustellen.